A great victory. Gabriel has won the trust of the girl, and together they wield a fearsome power. She is so young, so beautiful. Life is so fragile here on the edge of humanity. And yet, in this unforgiving place, she has managed to survive with the help of her Black Knight protector. Sleep will come and take them soon. Tired and exhausted, they rest but this night. Fate once again comes calling, and I fear my friend will never be the same again. First time I touched your face, I have seen my fate. I am ready. Do not let the darkness possess you, Gabriel. You must remove the gauntlet from the night. It is a key. And the moment will come when you will be in great need of it. No. I will have to continue without it. I will not harm. I am afraid it is far too late for that. Buenos dias, mis amigos, hier ist für euch wieder Tlafan Yuhal und zwar heute mit der neuen Folge meines Castlevania Lords of Shadow Let's Plays. Und wir kämpfen heute gegen den Schwarzen Ritter. Und das ist, um ehrlich zu sein, das zweite Mal, dass ich diesen Kommentar aufnehme. Es hat an sich alles geklappt mit dem vorigen Kommentar. Es war alles super, es war alles tutti frutti. Aber leider musste ich dann nachher, als ich mir die zwei, drei Aufnahmen, die ich gemacht hatte, angesehen habe, feststellen, dass aus irgendeinem Grund auf einmal meine Stimme im Verhältnis zum Ingame-Sound viel zu leise war, beziehungsweise dass die Stimme nicht zu leise war, sondern der Ingame-Sound einfach nur auf einmal viel zu laut war. Ich weiß nicht wieso, ich habe nichts verändert, ich habe auch nochmal nachgesehen, es war nichts falsch eingestellt. Ich weiß nicht, was da beim Rendern passiert ist oder was auch immer. Und damit haben wir jetzt schon bald wieder eine Minute gefüllt, ohne dass ich irgendwas über den eigentlichen Kampf gesagt habe. Jedenfalls, der Schwarze Ritter ist einer meiner Lieblingsbosskämpfe in Castlevania Lords of Shadow. Und das hat einen ganz anderen Grund. Er ist einfach und er ist flott und er macht Spaß. Denn der Schwarze Ritter ist ein cooler Gegner und wie gesagt, er ist eigentlich ziemlich simpel. Er hat, wie ihr gerade gesehen habt, diesen ganz normalen Schwertangriff, bei dem er sein Schwert einfach auf euch draufklopfen möchte. Er hat einen Kettenangriff und diesen auf dem Boden Schlagangriff und auch diese Klauenattacke da, mit diesen dunklen, schwarz-magischen Klauen. Hat also, ein recht großes Arsenal an verschiedenen Techniken, aber ihr könnt dem allen, ihr könnt all diesen Techniken ganz einfach entgehen, indem ihr euch immer wieder nach rechts rollt und dann wieder ein paar Angriffe macht und euch dann weiter rollt. Und immer wenn ihr ihm ein Viertel seiner Lebensenergie abgezogen habt, dann könnt ihr ihm ein Rüstungsteil entreißen mit einer Griffattacke. Was ihr tun solltet, weil er sich sonst natürlich wieder regeneriert. Und was er jetzt macht, ist eine Attacke, die er erst dann einsetzt, wenn ihr ihm mindestens die Hälfte seiner Lebensenergie abgezogen habt.
also sozusagen die dritte Phase des Kampfes beginnt. Dieser schwarze Schleim, der wird euch nicht per se verletzen, aber er wird euch paralysieren. Und ihr müsst euch mit einem Quicktime-Event aus dem schwarzen Schleim befreien. Das gibt den schwarzen Ritter natürlich wiederum Zeit, euch anzugreifen und euch Schaden zuzufügen. Deswegen kann dieser Kampf mehr oder minder gefährlich werden, aber es gibt ein ganz einfaches Kraut, das gegen diesen schwarzen Schleim gewachsen ist. Und zwar Attacken, die direkt auf den Boden zielen. Das heißt, entweder ihr setzt die direkt heftig Combo ein oder eben die Guillotine. Wenn ihr keine dieser beiden Techniken habt, wird es vielleicht ein bisschen nerviger sein. Aber in der Regel hat man ja mindestens eine der beiden Attacken zu diesem Zeitpunkt. Und ja, es ist relativ einfach, gegen den schwarzen Ritter neutrale Energiesphären zu sammeln. Und da habt ihr gerade mal gesehen, was passiert, wenn man vom schwarzen Schleim getroffen wird. Ja, also. Aber wie gesagt, ihr solltet keine Probleme haben. Nutzt wirklich die Guillotine wie bekloppt, wenn ihr die Möglichkeit seht, vielleicht auch mal eine direkt heftig Combo. Aber ich bin wirklich immer für die Guillotine und vor allem mit dem Upgrade eine endlos geile Technik, um hier neutrale Energiesphäre zu sammeln. Und ja, gerade wenn er seinen Schleim einsetzen möchte, habt ihr alle Zeit der Welt, wenn ihr rechtzeitig ausweicht, um da wirklich, ne, die Attacke einzusetzen. Aber jedenfalls, das war der Kampf gegen den schwarzen Ritter. Nichts Großes, nichts Schweres an sich. Beim ersten Mal, wenn ihr gegen ihn kämpft, dann kann es vielleicht dazu kommen, dass ihr Probleme habt. Aber mit ein bisschen Übung ist der Gegner absolut kein Problem mehr. Und jetzt haben wir den Rüstungshandschuh des schwarzen Ritters erhalten. Und ihr seht, er ist mit dunkler Magie durchtränkt. Und ein wichtiges Item, ein wichtiger Gegenstand auf unserer Queste. Und Claudia und der schwarze Ritter sind tot. Hat ja nicht lange gehalten mit der Zweisam oder auch mit der Dreisamkeit auf dem Weg. Und wir sind jetzt erstmal wieder mit Gabriel alleine. Haben aber durch den dunklen Handschuh jetzt einige neue Techniken erhalten, die ich euch gleich auch zeigen werde, auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen Erdbebenhieb, den wir auf dem Boden ausführen können. Das hat der schwarze Ritter eben auch gemacht. Was wir noch nicht haben, ist dieser Klauenangriff. Den können wir aber freischalten, obwohl ich ihn nie einsetzen werde. Und haben auch einen Angriff nach vorne. Ja, also so einen Energiedruck-Stoßangriff nach vorne. Und ja, mit dem schwarzen Handschuh könnte man an sich eine große Menge Gegner sehr, sehr schnell besiegen, wenn er nicht einen ganz großen Nachteil hätte. Damit die Attacken richtig Wirkung haben, muss man sie nämlich erstmal aufladen. Und Attacken aufzuladen dauert und deswegen werden wir den Handschuh in der Regel nicht einsetzen, sondern einfach bei der Peitsche bleiben, bei dem Kampfkreuz. Aber es ist, wie ihr gerade gesehen habt, Zeit für Upgrades. Und diese Statue dort konnten wir, als wir das erste Mal im Level waren, noch nicht bewegen. Wir konnten nicht an das Upgrade dahinter gelangen, weil uns der Weg versperrt blieb, egal was wir auch gemacht haben. Auch der Warg konnte uns nicht großartig helfen. Der Warg. Aber jetzt könnten wir die Statue nach hinten verkloppen. Zack, zack, rapp, Wunderbärchen. Alles klar und wir kommen an eine weitere Statue der Bruderschaft, in der wir ein Upgrade für unser Dolch-Maximum finden. 5 Dolche mehr können wir jetzt insgesamt tragen. Und ja, meine Besten, das war die, lasst mich einmal kurz nachschauen, das war die 14. Folge meines Castlevania Lots of Shadow Let's Plays. Ich bin Lafar Anual und wir sehen uns in der 15. Folge. Bis dahin, ciao.